Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was kann ich alles unterwegs essen, was gesund ist? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, was schreibt mir mal in die Kommentare? Würdet ihr alles in eure Frühstücksbox oder in eure Box für zwischendurch, weil ihr in die Stadt geht? Nehmt ihr da überhaupt was mit, wenn ihr zur Arbeit geht, wenn ihr Termine habt, wenn ihr länger unterwegs seid, wenn ihr im Auto sitzt? Ich werde in der Praxis ganz häufig gefragt, was man wirklich alles in die Box packen kann und vor allen Dingen, was davon ist sinnvoll oder gesund oder was hilft. Zum Beispiel für das Thema Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, was ist da möglich? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis und komme zum Patientenfall zurück. Also, die Patienten mehrfach durch die Bank durch, auch Thema Schule, Kinder, was können wir überhaupt mitnehmen? Was ist möglich? Also erstmal Leute, häufig werden überhaupt gar keine Brotboxen gemacht. Das wäre nochmal ein Thema, überhaupt da wieder mit anzufangen. Die Brotbox an sich ist ja eigentlich total klasse. Warum? Ihr könnt zum Beispiel, wer es jetzt mag, Gemüse reinmachen. Aber das Gemüse macht ja häufig nicht immer einen ausreichenden Sättigungseffekt. Das heißt, ich muss immer zusehen, dass ich einen Teilsättigungseffekt bekomme. Das kann ich zum Beispiel mit Brot machen. Hier habe ich jetzt einfach so eine Art Sandwich, auch mit Gurke, Tomate drauf, wenn man es mag. Bisschen Wurst oder Käse dazu. Und wenn die Box zum Beispiel so Unterteilung hat, kann man das auch gleich klein schneiden. Und wenn es klein geschnitten ist, dann kann ich sozusagen häppchenweise das essen. Das häppchenweise Essen hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel im Kundengespräch bin, wenn ich vielleicht an dem Ort direkt nicht essen kann. Ich kenne das immer aus den Arztpraxen, da müssen wir immer in den extra Raum gehen, in den Aufenthaltsraum gehen, um sozusagen essen zu können. Und diese kleinen Häppchen in einem geschlossenen Gefäß, manchmal gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel hatte ich bei einer Dame am Empfang, dass sie das am Empfang tatsächlich stehen lassen durfte, die Kunden das nicht gesehen haben und immer wenn sie einen Moment hatte, zack, konnte sie das Häppchen in den Mund machen. Wenn man jetzt noch die gesunde Variante haben will, dann ist es so, für einen Sättigungseffekt geht Käse total klasse. Viele kennen ja auch Mozzarella-Kugeln, das ist hier der ganze Mozzarella, kann ich natürlich auch klein schneiden und dann in die Box packen. Das heißt, die Eiweißquellen an der Stelle kommen ja über den Käse, über den Mozzarella. Ihr könnt natürlich auch das Brot belegen, zum Beispiel mit Frischkäse. Jetzt mal ein bisschen Attappe, dann kann ich natürlich auch hier noch die Tomate oder die Gurke rauflegen. Ihr könnt auch Gewürzgurken aus dem Glas nehmen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr einen Doppeldecker machen. Ihr könnt auch Spieße reinmachen, ihr könnt das durchteilen. Wenn man eine getrennte Box hat, ist immer ganz gut, weil dann passt das Brot einfach immer besser rein und fällt nicht auseinander. Oder ihr müsst es sozusagen einmal, wenn es sozusagen nicht fest genug ist, eventuell einmal umwickeln. Was auch sehr gut für die Boxen funktioniert, ist zum Beispiel Würstchen. Kann ich auch in kleine Stücke schneiden. Es gibt auch Mini-Würstchen zu kaufen, kennen viele unter dem Wort Cocktailwürstchen. Was auch sehr gut für zwischendurch geht, ist zum Beispiel Salami. Eventuell in Stücke schneiden oder Mini-Salami. Es gibt auch so längliche Salamis, die wir wunderbar in die Box packen können zum Mitnehmen. Warum Käse und Salami zum Beispiel oder Würstchen? Weil die den Insulinspiegel nicht anheben. Und in dem Moment, wo ich eine Gewichtsveränderung haben will, darf ich eben nicht den Insulinspiegel pushen an der Stelle. Irgendwas habe ich ja heute mit meiner Lippe. Okay, dann könnt ihr Ei nehmen. Viele kennen das immer als gekochtes Ei. Das ist natürlich auch jederzeit möglich, in die Box zu packen. Ihr könnt aber auch ein Spiegelei machen, in das Eigelb reinpixen, einmal umdrehen, wer es mag. Und dann kann ich das Ei sozusagen, wenn das beidseitig gebraten ist, oder auch als Spiegelei natürlich auch in Streifen schneiden. Ne? Dann kann ich das sozusagen auch mit in die Box legen. Ich habe letztens sogar wie so eine Art Omelette das Ganze gemacht und habe dann noch die Käsescheibe oben drauf gepackt und dann in Stücke geschnitten und das in die Box gepackt und mitgenommen. War total lecker, weil das hatte so ein bisschen pikante Variante. Also ganz einfache Struktur, was ihr machen könnt. Ist halt wie eine Pfannkuchen. Man kann auch nur das Ei nehmen, das Ei schlagen. Rührei kennt ihr vielleicht auch. Dann in die Pfanne machen, kann man auch mitnehmen. Wenn ich das so ein bisschen als Pfannkuchen mache oder als Spiegelei doppelseitig gebraten, ins Eigelb reinpixen, damit es zerläuft, damit es nicht weich ist. Und an der Stelle habe ich halt die bessere Möglichkeit, das in Stücke zu schneiden.
So, dann Leute, ist auch immer noch die Frage, wenn wir unterwegs sind, können wir natürlich auch im Supermarkt uns Dinge einkaufen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Sandwich aus dem Supermarkt? Es gibt ja welche mit Thunfisch fertig. Häufig sind die Sandwich-Geschichten ja immer in der Regel mit Toastbrot und sogar ungetoastet, ja. Und dann sind da verschiedene Sachen zwischen. Da kann dann auch das Ei zwischen sein. Da kann sein, dass ihr dir den Thunfisch habt oder Salami oder gekochter Schinken, was auch immer geht. Also, es ist immer noch besser, ein Sandwich mit ein bisschen Gemüse zu essen und einer Eiweißquelle, als gar nichts zu essen. Weil wenn ich gar nichts esse, produziert die Leber den Zucker. Also an der Stelle auch Sandwich, na, die sind ja meistens so im Dreieck geteilt, kann man essen. Da das ja manchmal sehr teuer ist, könnt ihr sowas auch selber machen. Und in dem Moment, wo ich mehr Gemüse einbaue, wenn ihr, jetzt muss ich mal hingucken hier, zum Beispiel ne, mehr Tomate, mehr Gurke mit drauf, das Salatblatt vielleicht noch, die Eiweißquelle mit Hähnchen, Puttenfleisch, mit dem Ei, dann habt ihr ja sozusagen einen höheren Sättigungseffekt. Oder wenn ihr Frischkäse habt, kann man ja auch machen. Dann habe ich, oder Quark, Kräuterquark, ne? Dann habe ich die Option, dass ich Gemüse esse und nicht nur alleine das Toast esse. Und dadurch kann ich den Blutzucker auch beeinflussen, dass er langsamer läuft. Also per se ist nicht immer alles schlecht, was hell ist, sondern die Kombination sind entscheidend. Esse ich das Toast alleine, ja, dann geht der Blutzucker immer schneller hoch. Mehr Insulin. Und wenn ich mehr Insulin habe, habe ich schneller Körperfettaufbau. Also ihr Lieben, kombiniert das. Oder was schlagt ihr mir vor für das Toast? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Denkt dran, wenn ihr Termine habt, Box mitnehmen. Ja? Dann wird es auch lecker mit dem, was ihr unterwegs essen könnt, weil ihr es dabei habt. Habt einen schönen Tag, ihr Lieben.